Aber ich glaube nicht, dass ich das noch werde zeigen können. Erstmal, weil die Maraten wohl noch ewig brauchen, bis sie Palästina hier erobert haben. Ansonsten könnten wir natürlich auch eine Armee rüberschicken, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier einfach dann ein Bötchen bauen und dann rübermarschieren nach Palästina. Natürlich, das ginge. Also, ich mache mal weiter. Und ich glaube, diesen Plan werden wir dann noch ausführen. Oder wir bauen hier schon mal jetzt eins. Da in Varna baue ich mal eine Brick. Und dann machen wir mal weiter. Dann können wir das noch vielleicht durchziehen. Endgültige Auslöschung Österreichs, einer unserer Hauptgegner, immerhin, auch wenn das hier zum Schluss sehr schnell ging mit der Eroberung. Und dann hätten wir ja mit Preußen, Schweden, Österreich drei wichtige Gegner vernichtet. Die Osmanen haben sich ja selbst erledigt, praktisch. Oder die wurden ohne unser Zutun platt gemacht von den Österreichern, den Briten, den Maraten und durch Aufstände. Mache ich dann noch einen zweiten Part. Ja, das ist gut. So. Also, Siebenbürgen, noch ein Pfaffe, das ist doch schön. Und wir können jetzt hier die Gebäude weiter aufrüsten. Ist alles nicht mega wichtig. Wichtiger ist, dass wir hier die F Hallo. Die Flotte jetzt rausnehmen aus Varna. Und einfach mal die gesamte Rumelienarmee einschiffen. Oder soll ich das lieber bleiben lassen wegen Aufstandsgefahr? Ach Quatsch, komm. Rein da. So. Und los geht's. Richtung Palästina. Da machen wir ganz schnell Eroberungstour. Und hier in Rumelien baue ich diese Gebäude aus. Und rekrutiere schon mal gute Truppen. Linieninfanterie nämlich und leichte Dragoner. So. Dann können die nämlich in den kommenden Runden hier schon mal aufgerüstet werden. So. Wir haben in Graz noch eine Werkstatt Schmiede, die wird aufgerüstet zu Eisenwerkstätten und die haben dann 1200 Wohlstand. Also Österreich ist dann auch über die 10.000er Marke rüber. Und vor allem ist das einfach deswegen gut, weil wohlhabend dann doch ein bisschen mehr bringt als sehr arm. Stockholm ist jetzt auch bis auf dieses Marinekolleg maximal aufgerüstet. Neue Straßen und in Serbien ein Gouverneurssitz. Auch hier also maximal aufgerüstet das Ganze. Gut. Und da können wir ja in Bosnien zweimal Miliz bauen. Und die Truppen auch mal eben reparieren. So. Schwarzes Meer, Siebenbürgen. Genau. Die können auch ruhig bleiben. Und Kroatien nochmal irgendwas. Die Kartoffel. Ach, sehr schön. Nach den Epidemien und Hungersnöten in den preußischen Gebieten wurden die Bauern angewiesen, Kartoffeln anzubauen, um zu überleben. Die in ganz Europa lange als Modespeise abqualifizierte Kartoffel ist eigentlich ein reichhaltiges und nahrhaftes Lebensmittel, das sich ohne großen Aufwand für den Anbauer in großen Mengen ernten lässt. Außerdem lässt sich der Anbauprozess in der Hälfte der Zeit abwickeln, die für eine entsprechende Weizenernte erforderlich ist. Die Bauern sind natürlich unglücklich über einen königlichen Erlass, der sie buchstäblich ihres täglichen Brotes beraubt, doch die zur Durchsetzung des Gesetzes entsandten Soldaten werden wohl dazu beitragen, dass sie ihre Einstellung zu dieser Angelegenheit doch noch ändern. Ja, das war's. Knallhart. Rücksichtslos. Andererseits, Kartoffeln sind auch lecker. So, dann haben wir hier unseren Agenten, der mal ein bisschen rumschnüstern kann, also rumgucken. Anatolien. Ja, also hier ist keine volle Armee, aber hier nebenan, in Konya, an der Universität, da ist eine fast volle Armee. Eine interessante Ausgangslage. Und ich gehe direkt weiter in die nächste Runde, um zu gucken, dass wir Palästina doch noch erobern. Wobei ich natürlich auch darauf achte, dass ich jetzt demnächst mal hier die Truppen aus Bosnien gleich wieder abziehe. Oder jetzt am besten schon. In die Grenzstadt Podgorica. Genau, hier sind Leute auch so zufrieden. Das sehe ich ja sehr sicher direkt. Und dann kann man nämlich hier die Truppen dann, genau, via diese Region Richtung Griechenland schicken, wo eine ganz geringe Anzahl österreichischer Truppen ist. Dann überfallen wir die Österreicher. Deren Verbündete, ja, okay, die werden wir dann ganz kurz noch sicherlich behaken. Aber dann werden wir Österreich endgültig vernichtet haben. Und deswegen gehe ich direkt weiter. Handelsabkommen. Nein.
Auch nicht für 80 Goldstücke, die haben wollen. So. Klassische Ökonomie. Das ist in der Tat ein Riesenfortschritt gewesen. Das bringt uns ja einen Riesenstädte-Wohlstandsbonus und mehr Wohlstand durch Gebäude. Also nochmal einen großen, großen Batzen mehr. Ihr seht es ja hier, Aufklärung ist jetzt schon für 68 Punkte dann verantwortlich. Also das ist der größte Einzelwachstumspunkt. Wir haben neue Gebäude gebaut überall. In Kroatien rüste ich noch die Straßen weiter auf. Ja, die Provinzen wachsen jetzt so schnell. Selbst so kleine Provinzen wie Kroatien wachsen mit 45 Wachstum pro Runde. Also das ist echt, echt ganz, ganz stark. In Rumänien gab es kurz ein bisschen Adelsprotestchen, aber das muss ja nur nicht überdramatisiert werden. Ein Gardekavallerie kann man auch mal bauen, das stimmt. Und ja, gut, der Rest ist, glaube ich, bekannt. Ihr rückt vor. Hier sind griechische Rebellen. Oha, das ist ja interessant. Ob die Österreicher die wohl zurückschlagen werden. Ansonsten werden wir mit einem neuen Griechenland irgendwann in Kontakt treten. Die Mamelucken haben sich erledigt. Und hier ist unser Famitschak, wie auch immer er heißt, ein besserer Minister geworden. Wo ist er denn? Ist noch nicht dabei. Ist einer von den Kandidaten hier, oder wie? Da. Okay, ja, das bringt uns noch gar nichts, weil er noch Kandidat ist. Und mit 68 auch schon ziemlich alt. Wer weiß, wie lange der noch lebt. So, wir bewegen uns in Richtung der österreichischen Küste zu. Und ich denke, wir erklären den Österreichern jetzt den Krieg, um hier reinmarschieren zu können. Ja, ich erbitte mal den Beistand. Und wir mal sehen, wie Württemberg, Westfalen und Venedig... Ja, die treten alle bei. Aber ich gehe in den Hafen und hole mir jetzt Palästina. Abgelehnte Kapitulation, das machen wir automatisch, jawohl. Sind wir nämlich auch jetzt hier in Afrika vertreten, in einer battlearmen Provinz. 405 Provinzwohlstand, das ist echt nicht viel. Ich rüste meine Truppen noch eben auf. Und, ja, was können wir noch hier? Hafen, da können wir wohl aufrüsten. Und wir haben Eisenwerkstätten, Töpfer. Immerhin haben wir jetzt Töpfer, ist doch schon mal schön. Aber reich war diese Provinz nie und ist es auch jetzt nicht. Habt ihr schon beim Osmanen-Let's Play gesehen. Und jetzt müssen wir nur noch eine österreichische Provinz gleich erobern. Ne, dass das klar ist. Ne, das ist so. Ja, wir haben jetzt Krieg mit drei kleinen Nationen. Wir haben mit Persien noch die Möglichkeit zu handeln. Und wir haben mit Venedig Krieg, das muss ja nicht sein. So. Genau. Ja. Die wollten andere Technologien. Handelsabkommen noch. Komm. Mach. Ja. Westfalen. Bündnis. Für, sagen wir, 10.000 Goldstücke. Geht doch. Und Württemberg will ich mir mal nicht verbünden. Aber Handelsabkommen muss auch hier sein. Für 10.000. Bums und schwupps. Alles wieder im Lot. Und wie sieht's aus? Großbritannien, Frankreich. Uiuiui. Ja, also beliebt sind wir jetzt nicht gerade. Okay, machen wir am besten mal ganz, ganz schnell. Ja, weiter. Und gucken, was passiert. Es wird vielleicht sogar die letzte Runde sein. Schon mal gucken. Mal sehen, ob Österreich gleich gegen die Rebellen verschwindet. Nein. So.
Also, hier sind die griechischen Rebellen. Ich marschiere auf Athen. Ach. Idiot. So, jetzt aber. Die letzte Schlacht gegen die Österreicher. Ein großer Sieg und. Na? Haben wir es geschafft? Atomtheorie. Edelmann in Schweden. Da ist irgendjemand anders wohl gestorben. Hä? Ach Gott! Österreich sitzt ja noch in Elsass-Lothringen. Oh, ist das blöd gelaufen. Ja gut, das schaffen wir jetzt nun nicht mehr zu erobern. Da muss ich ja hier sonst wo durch. Ach, da habe ich ja mich völlig verkalkuliert. Naja, gut, okay. Okay, alles klar. Naja, immerhin sind sie jetzt vom Balkan weg, die Brüder. Und die griechischen Rebellen, die werden wir auch noch irgendwie loswerden. Ich rüste derweil Griechenland auf, sodass es hier halbwegs anständig aussieht. Und das ist ja alles wieder ein kultureller Mischmasch hier an den Gebäuden. So. Jawohl, in der Ostsee haben wir unsere schönen fetten Pötte. Und wir holen uns gleich mal einen Admiral dafür. Gut, kein besonderer Mensch. Und jede Menge andere Gebäude sind auch fertig geworden. Es wird am Ende der Spielzeit immer sehr, sehr viel. Feuern und Furken, die vielleicht unsinnigste Technologie aller Zeiten, haben wir auch noch erforscht. Und so mit diesem Wegklicken dieser ganzen Nachrichten, die man dann immer so bekommt, geht dann auch dieses Let's Play vorübergehend zu Ende. Ich werde jetzt in den kommenden Wochen immer wieder so ein bisschen weiterspielen. Und dann am Ende nochmal, ich melde mich dann irgendwann zu einem noch nicht näher zu bestimmenden Zeitpunkt wieder und zeige euch dann den Endpunkt des Spiels. Das ist ja immer dann doch nochmal ganz interessant. Ansonsten bedanke ich mich schon mal für die Treue über dieses Let's Play. Das wurde von vielen Leuten intensiv geguckt, das habe ich gesehen. Die Aufrufszahlen, die sind über dieses Let's Play nochmal explodiert geradezu. Und ich bin jetzt selbst noch gespannt, was ich jetzt als nächstes mache. Ich muss mir das jetzt in den nächsten Minuten eigentlich schon fast entscheiden. Weil heute mein traditioneller Aufnahmetag ist am Montag und ich schwanke zwischen verschiedenen Varianten. Jetzt ist in Rome 2 wieder ganz, ganz viel Neues passiert. Die Emperor Edition ist raus und noch 10 neue Updates, irgendwas mit Augustus und alles soll jetzt ganz toll sein und keine Ahnung. Dann ist nochmal in Napoleon Total War natürlich die Variante Spanien-Kampagne sehr interessant. Ja, das ist natürlich auch möglich. Und zu guter Letzt ist es auch möglich, dass ich mal wieder zwei Sachen parallel mache. Also jetzt nicht zwei an einem Tag, das nicht, das würde mich überfordern zeitlich. Aber dass ich einfach immer im zweitägigen Wechsel eins und das andere mache. Das weiß ich wie gesagt noch nicht, das werdet ihr in dem Moment, wo ihr dieses Video seht und das jetzt hört, was ich sage, ist das vermutlich schon entschieden. Das werde ich nämlich gleich machen. Aber ich verabschiede mich erstmal vorübergehend von euch und wünsche euch mit diesem Let's Play, vor allem aber mit meinen nächsten Let's Plays, weiterhin viel Spaß und schreibt mir doch am besten in die Kommentare mal, wie euch dieses Let's Play gefallen hat. Mir persönlich hat es großen Spaß gemacht, aber es muss ja nicht immer so sein, dass das, was mir Spaß macht, auch anderen Leuten Spaß macht. Deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar für Lob natürlich, das ist glaube ich jeder Mensch, aber gerade auch für konstruktive Kritik und das Schlüsselwort ist wirklich konstruktiv. Also nicht schreiben, ey voll scheiß Let's Play, kann ich nichts mit anfangen, das ist dann nicht so konstruktiv. Konstruktiv ist halt mit Verbesserungsvorschlägen oder genau begründen, warum es einem nicht gefallen hat. Da bin ich mindestens so dankbar für wie für Lob, denn man kann sich immer selbst noch ein bisschen verbessern und man sollte über solche Kritik nie böse sein im Leben. Das gilt auch nicht nur für diesen Lebensbereich Videos drehen, sondern auch für alles andere. So, mit diesem Wort zum Montag verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und wir sehen uns. Bis bald.